Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid hier in einem neuen Video mit Nathalie, heute aus meiner Küche. Das Team von Zen Garden Paraguay zeigt euch heute, wie man schön mit den hiesigen Mangos, also mit den paraguayischen Mangos, die sind viel kleiner, viel faseriger, wie man sich mit denen, wenn man einen Baum hat, schönen Saft machen kann und wie man den haltbar macht. Also, bis gleich! So, was ihr hier seht, sind zwei Mangos. Ich mache immer zwei Mangos auf einmal. Und wenn man nicht weiß, wie man die schneiden muss, man sieht, hier ist eine kleine Rille vorne und hinten und hier sind Hügel. Der Kern liegt genau so da drin. Das heißt, man kann jetzt hier ein Filet schneiden, man kann hier ein Filet schneiden und dann noch ein bisschen am Rand. Ich zeige euch das mal. Hier kann man ziemlich gut runterschneiden. Seht ihr, da hat man ein schönes Filet. Und auf der Seite kann man das genauso gut machen. Hier bin ich ein bisschen nah an den Kern gekommen. So, und was ich dann noch mache, ist, dass ich mal so ein bisschen schräg schneide, um einfach hier noch ein bisschen mehr Fruchtfleisch einzusammeln. Das könnt ihr hier gerade beim Schneiden sehen. Sie sind sehr, sehr faserig. Aus dem Grund werden sie definitiv nicht exportiert nach Europa. Und ja, man findet sie auch so in den Geschäften eher nicht zum Kaufen, ja. Aber wenn man einen Baum davon hat, das sind Bäume, die tragen wahnsinnig viel. Der Vorteil ist, die sind so viel aromatischer wie die normalen, die wir kennen, die brasilianischen sind. Das ist der Wahnsinn. Also die sind viel zu schade, um sie nicht zu verarbeiten. So, jetzt schneide ich noch die zweite. Gleiche Methode. Ich schaue mir an, wo ist die Rille, wo sind die Hügel, ja. Und Moment. So. Hopp, die ist ein bisschen weniger reif. Weniger reif meine ich, weil diese hier ein bisschen überreif ist. Auch hier schneide ich einfach wieder diese zwei Ecken. Ich nehme diese hier übrigens, verarbeite ich mit der Schale, weil sie im Mixer einfach so klein zermahlen wird. Und ihr könnt die durch die Fasern kaum schälen. Also geht sicherlich, aber die Arbeit möchte ich mir einfach auch ehrlich gesagt ersparen. Wenn ich sehe, da ist irgendwo noch ein bisschen viel Fruchtfleisch, schneide ich noch ein bisschen. Aber wie gesagt, ihr seht es hier, das ist total faserig. So, gleich geht es weiter. Einen kleinen Moment. So, was wir jetzt machen, ist, dass wir diese ganzen Mangostücke einfach in unseren Mixer reinpacken. Wir benutzen hier einen Vitamix. Der Thermomix geht genauso gut. Es gibt sicherlich auch noch andere, die sehr, sehr gut gehen. Was besonders wichtig ist, ist, dass ihr einen Mixer nehmt, der eine ganz, ganz hohe Umdrehungszahl hat, damit eben diese Fasern wirklich komplett zerkleinert werden und ihr dann hinterher nicht eine faserige Masse habt. Ja? Also einfach wirklich gucken, dass ihr da einen Mixer habt mit einer super hohen Umdrehungszahl. Wer sich für den Vitamix interessiert, ich schaue, ob ich einen Link finde, den ich euch unten in die Beschreibung rein tue. Das heißt, entweder in YouTube unter dem Video oder in meinem Blog eben im Text. Dazu schütte ich jetzt Wasser auf bis zur Marke von 750 Milliliter. So, und das Ganze mixe ich jetzt. Achtung, Lärm. So, und schaut euch doch jetzt diese Pracht an, ja? Da wir ja nicht von so vielen Mangos wie täglich darunter kommen, alles am Tag verbrauchen können, werde ich die jetzt umfüllen und einfrieren. Auch da zeige ich euch gleich meinen Tipp. Ich muss jetzt hier einfach das Brett ein bisschen zur Seite schieben und vorbereiten. Wenn ihr Gefrierbeutel sucht, wie ich sie gleich nutzen werde, dann müsst ihr nach so einer Verpackung schauen. Das kann von einem anderen Hersteller sein. Meistens steht dann Yellow 7x35. Es gibt auch andere Größen. Also es gibt auch andere Größen von 8x irgendwas oder 6x irgendwas. Aber im Prinzip nach so etwas Unscheinbarem müsst ihr schauen.
So, wenn man das aufmacht, das sind dann eben ganz viele solcher Beutel. Ich zeige es euch jetzt mal. Die nutzen die Paraguayer, um Wasser einzufrieren, das sie dann in ihre Tereré-Thermoskannen tun. Ich nutze es, um alles, was halbwegs flüssig ist, einzufrieren. Ich habe also damit schon auch Saft von unseren eigenen Limonen eingefroren. Ich habe da aber auch schon Sauce Bolognese eingefroren. Alles, was mir so an Obstsaft, den ich mache, über den Weg kommt und wo ich viel zu viel habe, wird damit erstmal eingefroren. Und zwar auch nur eben das Püree vom Obst mit vielleicht ein bisschen Wasser, damit es ein bisschen flüssiger ist, ohne andere Zusatzstoffe, damit ich später entscheiden kann, wenn ich es auftaue, mache ich damit Marmelade, mache ich damit das einfach eine Soße zum Dessert oder trinke ich es einfach nur als Saft, ja? Damit bin ich einfach sehr, sehr viel flexibler. So, also, ich habe dann hier so einen schon mal aufgemacht und vorbereitet. Und was ich nehme, das ist mein nächstes Werkzeug, ein leerer Joghurtbecher und der Kopf einer Wasserflasche. Ein super Trichter für diese Teile. Einfach hier rein, schön festhalten und reingießen. Ich gehe jetzt ein bisschen nach oben. Beim Gießen immer ein bisschen auf die Höhe achten. Da kann ich hier meinen Trichter wieder schön parken, damit ihr noch genug Platz habt, um das sauber zuzuknoten. So, das könnt ihr dann einfach hier so zuknoten. Und diese Beutelchen, die lassen sich wunderbar einfrieren. Ich mache mir dann immer ganz viele und friere die dann an einem Tag an. Also ich habe jetzt noch gute 15 Mangos vor mir zum Verarbeiten. Und ein so ein Beutel ist bei mir immer circa das Fruchtfleisch von einer Mango mit ungefähr 320 Milliliter Wasser. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr wissen wollt, wie ich bestimmte andere Sachen mache, schreibt es in die Kommentare und dann schauen wir mal, dass ich das entweder direkt euch beantworte als Antwort auf den Kommentar oder dass ich ein Video dazu mache. Ich kann euch nur sagen, das sind leckere Bio-Früchte, tolle Vitamine, damit haben wir auch im Winter noch was, weil ich es ja wie gesagt jetzt einfriere und leckerer geht es kaum, liebe Leute. Also, wenn euch das Video gefallen hat, bitte gerne einen Daumen hoch. Ihr könnt auch den Kanal abonnieren. Und ansonsten lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und wir sehen uns in einem neuen Video vom Team Zen Garden Paraguay.